Margarete, die Gräfin von Tirol, ging als eine der facettenreichsten und zugleich beeindruckendsten Landesfürstinnen in die Geschichte ein. Zu Unrecht geriet sie in Vergangenheit als die Maultasch in Verruf. Sie war weder hässlich, noch führte sie ein ausschweifendes Leben. Margarete von Tirol, vor 650 Jahren, lenkte sie unter schwierigen Bedingungen die Geschicke des Landes als die letzte Gräfin von Tirol. Die Übergabeurkunden, das kunstvolle Regentensiegel aus dem Jahr 1363 und der Brautbecher für ihre zweite Hochzeit sind die drei gefestigten Objekte aus ihrer Zeit. Sie wurde im Jahr 1318 geboren und hatte eine Schwester namens Adelheid. Margarete wurde die Erbtochter, da Adelheid oft erkrankte und deshalb für die Nachfolge nicht in Frage kam. Ihr Vater, Heinrich, Herzog von Kärnten und Graf von Görz und Tirol, ließ sie auf der Zehnerburg bei Meran und auf Schloss Tirol großziehen. Man weiß nicht genau, welche Krankheit es war. Sie war jedenfalls aber so gravierend, dass sie als Erbe nicht in Frage gekommen ist. Das traf dann Margarete, aber auch erst dann, als sich abzuzeichnen begann, dass der Tiroler Landesfürst keinen männlichen Erben mehr bekommt. Ursprünglich war Tirol ein Familienname und erst im Lauf der Geschichte wurde er zur Bezeichnung des Landes. Margaretes Vater lebte in Geldnot. Er musste Teile des Landes Tirol und Kärnten verpfänden. Die junge Margarete wurde vom eigenen Vater an den Meistbietenden, die Luxemburger, verkauft. Also die Mitgift, die Aussteuer, die er spendieren wollte, damit sein Sohn, die Margarete, Erbtochter, heiraten konnte, war enorm. Es waren 40.000 Gulden, eine Summe, die natürlich für den geldbedürftigen Heinrich sehr verlockend war. Weshalb er auf das Angebot Johanns eingegangen ist. Die Hochzeit selbst fand dann 1330 statt. Margarete war 12 Jahre alt und ihr Mann 8. Also es war eine klassische Kinderhochzeit. Das versprach für das Land Geld und politische Stabilität. Die Ehe jedoch stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Die drei bedeutendsten Adelsgeschlechter nahe dem bedeutenden Grenzland Tirol waren die Luxemburger im Königreich Böhmen, die Wittelsbacher im Herzogtum Bayern und die Habsburger im Herzogtum Österreich. Zwischen diesen Familien herrschten Spannungen um die Vorherrschaft im Alpenraum. 1335 starb Margaretes Vater. Sie war erst 17 und politisch mit der Situation überfordert. Ludwig von Bayern hatte bereits Jahre zuvor hinter dem Rücken ihres Vaters beschlossen gehabt, das südliche Tirol den Habsburgern zu geben und sich Nordtirol anzueignen. Eine unglaubliche Situation, die die Erbin Margarete total ausschließt. Die Ehe zwischen Margarete und Johann Heinrich von Luxemburg gestaltete sich schwierig bis unmöglich. Offiziell verkündete sie, die Ehe sei nie vollzogen worden. Ihr Mann habe sie misshandelt, angeblich biss er ihr in die Brüste und riss ihr die Haare aus, wurde gemunkelt. Johann von Böhmen und Margarete, die hätten sollen ein gutes Ehepaar werden und man hat sie zusammengespannt, aber das hat nie funktioniert. Und eigentlich, glaube ich, haben die zwei einfach nicht zusammengepasst. Und somit hat auch das Spielen auf der Zehnerburg oder auch hier das Leben auf dem Schloss, es hat einfach nicht sein sollen und nicht funktioniert. Johann von Luxemburg galt als Lebemann und widmete sich neben der Regentschaft der Jagd. Während er in den Wäldern der Grafschaft auf die Pirsch ging, plante Margarete 1340 zwei Verschwörungen gegen den unliebsamen Gatten.
So geschah es, dass Johann auf die Jagd ging und abends, als er nach Hause gehen wollte, das geschlossene Tor vorfand. Margarete hatte ihn rausgeworfen. Margarete Maultasch hat sicher in früheren Jahren, wo sie ihren ersten Gemahl Johann Heinrich von Böhmen vertrieben hat, Handlungsstärke bewiesen. In jenen späteren Jahren, also zur Zeit der Übergabe der Grafschaft Tirol an die Habsburger, scheint sie doch eher eine Getriebene gewesen zu sein. Margarete begründete den Rausschmiss mit der 10-jährigen kinderlosen Ehe. Der Papst annullierte die erste Ehe aber nicht. Kaiser Ludwig wollte nun seinen Sohn mit Margarete vermählen. 1342 heiraten Margarete und Ludwig von Brandenburg in Meran. Durch diese Entscheidung setzen sie sich über die Kirche hinweg. Es wurden auch drastische Maßnahmen ergriffen gegen diesen Ungehorsam gegenüber der Kirche. Der Bann war über Margarete und Ludwig verhängt, verbunden mit der Exkommunikation, aber auch das Interdikt über ihre gesamten Herrschaften. Für Margarete schienen sich nun viele Probleme gelöst zu haben. Sie hatte einen Mann geheiratet, den sie liebte, und Tirol lag fortan in den Händen der Wittelsbacher. Die Luxemburger hatten jeden Anspruch auf die Grafschaft verloren. Ludwig von Brandenburg, das war ihr Mann. Also da hat sie sich geborgen gefühlt. Ob er dann viel oder wenig oft hier war, das glaube ich, spielt da keine große Rolle. Aber es war ihr Mann, mit dem sie auch doch kurze Zeit glücklich war. Doch die Hochzeit und damit der Widerstand gegen den Papst hatten weitreichende Konsequenzen. Über Tirol wurde der Kirchenbann verhängt. Es durften keine Messen gelesen und kein Sakrament gespendet werden. Weder Taufen noch Begräbnisse waren erlaubt. Gerade die Armen unter den Einwohnern verließen das Land. Missernten und Krankheit dezimierten die Zahl der Bevölkerung weiter. Entgegen bisherigen Annahmen wird heute davon ausgegangen, dass die Menschen des 14. Jahrhunderts diese Missstände nicht auf das Verhalten von Margarete gegenüber der Kirche zurückführten. In dieser Zeit wurde der Bruder von Margaretes erstem Mann Kaiser. Karl IV. Rächte sich für die Schmach seines Bruders und zog gegen Schloss Tirol und damit gegen die Wittelsbacher. König Karl IV. Von Luxemburg fiel in Tirol ein, weil er die Abgabe des Landes Tirol an die Wittelsbacher sozusagen, also Abgabe im Sinne, dass Ludwig von Brandenburg ein Wittelsbacher war, nicht akzeptieren wollte. Und Margarete und selbstverständlich die ja strategisch am nächsten stehenden Adeligen, Kanzler und so weiter, auch der ganze Burgfrieden, haben das Land bzw. die Burg allein erfolgreich verteidigt, während Karl dann Meran und Bozen brandschatzen ließ. Margarete verbrachte die meiste Zeit auf Schloss Tirol, wo sie einen Hofstaat hielt. Innerhalb von 10 Jahren brachte Margarete 4 Kinder zur Welt. 3 davon überlebten das Säuglingsalter nicht. Meinhard III., der Erbfolger, starb noch in jungen Jahren unter umstrittenen Umständen. Margaretes Leben wurde noch mehr erschüttert. Es hat effektiv die Katastrophen gegeben. Also es hat einen Erdrutsch gegeben, allerdings in Kärnten. Und es hat Erdbeben gegeben und es hat die Heuschrecken gegeben. Zum Teil war das aber vor der Zeit der Skandaltrennung. Aber die Katastrophen sind ein Faktum. Und die Pest natürlich auch. Die Jahre der Pest sind 1348, 49 gewesen, haben ganz Europa betroffen. Also nicht nur Tirol, aber eben auch dieses Gebiet.
Ihr zweiter Mann, Ludwig von Brandenburg, starb im Alter von nur 47 Jahren. Ein Jahr später kommt auch ihr Sohn, Meinhard III., ums Leben. Die Umstände seines Todes sind bis heute nicht geklärt. Krasser sind natürlich die Spekulationen, die dahingehen, dass Ludwig und dann speziell Meinhard eben vergiftet worden sind. Das ist immer wieder vorgebracht worden. Auch Rudolf IV., der ja eigentlich der Gewinner dieses Todesfalles ist, ist natürlich immer wieder verdächtigt worden, dass Meinhard eben nicht zufällig gestorben ist, sondern dass das von Rudolfs Seite her geplant worden ist. Fest steht, dass Rudolf von Habsburg 5 Tage später trotz verschneiter Pässe im Winter von Wien nach Meran reiste. Also er hat wirklich reagiert, weil er eben wusste, es geht jetzt ums Ganze und wenn er die Grafschaft Tirol erben möchte, dann muss er schnell handeln und das hat er auch getan und er hat es mit Erfolg getan. Zunächst wollte Rudolf Margarete die Herrschaft bis zu ihrem Lebensende überlassen, aber angesichts der drohenden Gefahr durch die Bayern entzog ihr Rudolf die Regentschaft. Diese Anbindung an ein mächtiges Herrscherhaus hat für die folgenden Jahre oder folgenden Jahrhunderte eine große Weichenstellung bewirkt. Ohne diese Anbindung wäre vermutlich die Geschichte Tirols ganz anders verlaufen. Gerade in seiner eminent strategischen Lage wäre es vermutlich zum Spielball der Mächte im Norden wie im Süden geworden. Und hier war diese Anbindung an ein mächtiges Herrscherhaus, wie es die Habsburger bereits damals dargestellt haben, sehr, sehr wichtig. Mit der Ausstellung der Übergabeurkunde im Jahr 1363 wurden das Schicksal Tirols und der weitere Lebensweg Margaretes endgültig besiegelt. Die Urkunde, genauer gesagt die 3 Urkunden, wurden in Bozen ausgestellt. 3 Urkunden deswegen, weil jeder der damaligen 3 Habsburger Herzöge, nämlich Rudolf IV., der Stifter, Leopold III. Und Albrecht III. Ein Exemplar bekommen haben. Dieses Fresko auf Schloss Runkelstein könnte Margarete darstellen, wie sie symbolisch die Macht übergibt. Die Malerei entstand rund 100 Jahre nach ihrem Tod. Es gibt keine zeitgenössischen Abbildungen von ihr. Wir haben eine Fürstin, die eine Krone in den Händen hält und diese Krone sozusagen scheinbar abgibt. Damit könnte auf die Herrschaft angespielt sein, die sie sozusagen weitergibt. Ja, wir haben ihr gegenüber einen jungen Mann dargestellt mit einem Jagdfalken, vielleicht eine Anspielung auf ihren Sohn Meinhard III., Margarete zog nach Wien, wo sie den Lebensabend verbrachte. Weit weg von der Heimat und von ihrem Schloss. 1369 starb die letzte Gräfin von Tirol. Ihr Leichnam wurde nicht, wie für die Grafen von Tirol üblich, in Stams begraben, sondern entgegen der Tradition in der Minoritenkirche in Wien.